Ja, wunderschönen guten Abend. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich glaube, ich passe hier heute ganz gut rein thematisch. Es geht um Wandel, es geht um neue Wege beschreiten. Als mich Daniel, danke schön, dass ich hier sein kann, vor circa 8 Wochen eingeladen hat, habe ich ziemlich spontan Ja gesagt, ohne dieses Format hier tatsächlich zu kennen. Ich bin heute das erste Mal hier, war nicht vorbereitet auf das, was er mir dort offenbarte und habe trotzdem zugestimmt. Das bereue ich ein bisschen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber das ist nicht weiter schlimm, ich tue sowas sehr gerne. Ich gehe sehr gerne abseits eines geraden Weges, gucke gerne links und rechts, was mich dort noch erwartet, bin gespannt auf Neues und zwinge mich zu Handlungen, zu unbequemen Handlungen, weil ich der Meinung bin, dass man dadurch sein Profil und seine Fähigkeiten ziemlich gut schärfen kann, autodidaktisch. Und darum soll es heute auch gehen, Perspektivwechsel. Vorher aber etwas zu meiner Person, damit Sie mich besser einordnen können. Ich bin noch ein bisschen unsicher, Sie oder du, das werde ich wechseln. Ich bin 35 Jahre alt, werde seit 12 Jahren von meiner zauberhaften Lebensgefährtin Anna begleitet und habe mit ihr zusammen 2 wundervolle Kinder. Ich bin ziemlich gut integrierter Bürger mit Migrationshintergrund. Sie werden im Laufe meines Vortrages jedoch merken, dass mein Ostdeutsch hin und wieder noch durchkommt. Es gab eine Folie dazu, ich muss hier drücken, selber. Ich mache es selber. Ich bin Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, bin Unternehmer und ich bin Lego-Botschafter. Warum diese 3 Tatsachen wichtig sind, dazu komme ich gleich. Ich hatte eine ziemlich bewegte Kindheit. Bewegt deshalb, weil ich bis zu meinem 18. Lebensjahr 5-mal umgezogen bin, hatte 4 Schulwechsel, ich bin Scheidungskind, zwischenzeitlich bei Oma gewohnt. Und in meiner Jugend hat sich daraus der Wunsch nach Planungssicherheit ergeben. Ich brauchte Stabilität und das führte dazu, dass ich nach der Schule mich bei der Bundeswehr beworben habe. Die haben mir Planungssicherheit versprochen. Besoldung war nicht ganz schlecht, damit ließ ich haushalten. Und eine Ausbildung sollte es auch noch umdrehen geben und Kreuzfahrten. Ich hatte mich bei der Marine beworben. Bin zur Musterung gegangen, wurde angenommen und sollte dann im Spätsommer 2003 den Dienst antreten. Ein paar Wochen zuvor, muss so im Juli 2003 gewesen sein, vielleicht auch Mai, kam meine Mutter auf mich zu und offenbarte mir, dass sie eine GmbH gründen möchte. Sie war selber vorher auch schon selbstständig, wollte das Ganze etwas weiter ausbauen und trat nun an mich heran, fragte, ob ich Teilhaber werden möchte, ohne den Hintergedanken, dass ich meine Pläne, die ich hatte, aufgebe und aktiv in dem Unternehmen Teil, ein aktiver Teil werde, sondern es war ein Sicherheitsaspekt. Sollte ihr was passieren, könnte ich deutlich schneller reagieren. Es hat mich aber dazu angeregt, darüber nachzudenken, welchen Weg ich eigentlich gerade gehe. Ist das der richtige Weg, mich auf Jahre festzulegen und nun immer auf diesem Dampfer damit zu fahren? Immer in eine Richtung, die ich nicht selbst bestimme. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass das nicht der richtige Weg ist. Und habe dort also mich gegen die Planungssicherheit entschieden und einen sehr mutigen Weg, muss ich tatsächlich sagen, jetzt im Nachhinein begangen, weil es war dann der Weg in die Selbstständigkeit, zusammen mit meiner Mutter, ja, geführt, ja, aber nichtsdestotrotz alles andere als planungssicher. Wir gründeten dann also 2003 gemeinsam die Kratsch Immobilienhandel GmbH, ein Unternehmen, was es heute noch gibt, und in dem wir auch beide noch aktiv tätig sind. Läuft doch nicht ganz schlecht. Wir haben auch ein Umspannwerk, so wie dieses hier in der Südstadt von Hannover, an der Wredestraße. Das kennen der ein oder andere von Ihnen vielleicht auch, gegenüber von Edeka, mit einer Bauherrengruppe saniert. So was machen wir also. Wir sanieren Altbauten und verkaufen. Parallel zur Gründung habe ich dann meine Ausbildung zum Kaufmann in einem fremden Betrieb genommen, um mich qualifizieren zu lassen. Wie viel Zeit haben wir? Oh, bin noch Zeit. Und da war ich nun überhaupt nicht da, wo ich sein wollte, aber trotzdem zufrieden. Das war ein sehr guter Schritt, den ich dort gemacht habe. Und dieser Schritt, der hat mich sehr geprägt. Das war 2003. 2003 war ich 20 Jahre alt. Und da habe ich, ich muss ein bisschen, merken Sie, ne? Bei einer Probe nicht so. Der hat mich deshalb so geprägt, weil natürlich jung
und weil das etwas ganz Bewusstes war, was dort passiert ist, bewusst dazu entschieden, sich neu zu orientieren, den Fokus neu auszurichten. Warum machen wir das eigentlich so wenig, dieses Neuorientieren? Warum sind wir so selten bereit, tatsächlich unbequeme Wege zu gehen? Wir gucken täglich, vielleicht nicht täglich, vielleicht alle zwei Tage, gucken wir Gründern im Fernsehen zu, wir gucken Auswanderern zu, wir gucken Restaurantneugestaltern zu, finden das alles ganz toll, kommen aber vom Sofa nicht runter und sind selten bereit, tatsächlich unbequeme Wege zu gehen und uns aus unserer Komfortzone heraus zu bewegen. Und das halte ich aber für sehr, sehr wichtig, das zu tun. Einfach mal etwas zu tun, was weniger gemütlich erscheint. Setzen Sie sich zum Beispiel einfach mal morgen früh, wenn Sie frühstücken, auf die andere Seite vom Tisch. Das ist schon ein ziemlich großer Schritt. Das fühlt sich ein bisschen an wie Urlaub. Da sind Sie nämlich schon lange nicht mehr gewesen. Und Sie entdecken Ihre Wohnung plötzlich aus einer ganz anderen Perspektive. Und Sie starten den Tag auch ganz anders, weil Sie einfach mal aus dem alltäglichen Trott heraus herausgetreten sind und etwas anders gemacht haben. Das ist ein kleiner Schritt. Das Ganze kann man natürlich auch dann entsprechend skalieren. Ich finde, die Gefahr, etwas Positives zu verpassen, eine Chance am Wegesrand liegen zu lassen, deutlich größer als die Gefahr zu scheitern. Ich selber habe keine Angst vorm Scheitern. Das habe ich mir abgewöhnt. Ich habe 2006, das war dann 3 Jahre nach Gründung der Kratsch Immobilienhandel, habe ich ein weiteres Unternehmen gegründet, die Tim Kratsch Bau, ein Unternehmen, was im Bausektor tätig war. Dieses Unternehmen musste ich nach 4 Jahren bereits wieder schließen, weil ich es nicht geschafft habe, das Unternehmen wirtschaftlich auf stabile Füße zu stellen. Es war eine geregelte Abwicklung, es war keine Insolvenz. Aber trotzdem hat mich dieser Schritt viel Geld und viel Zeit und viel Kraft gekostet. Unterm Strich aber einfach nur stärker gemacht. Und das ist das Schlimmste, was Ihnen passieren kann. Man kann vielleicht ein bisschen Geld verdienen, man muss vielleicht zurück auf los, vielleicht zieht man keine 4.000 Euro ein, aber man ist nicht raus. Sondern es geht einfach wieder los und man probiert es neu und nimmt das, was man gelernt hat, auf dem nächsten Weg mit. Und wo jemand kommen kann, wenn man neue Wege beschreitet, das zeigt mein aktueller Lebensabschnitt. Ich habe vor 3 Jahren meinen Bruder gefragt, ob wir gemeinsam 3D-Lego-Modelle, Architekturmodelle bauen wollen. Vorrangig erst einmal, um bei der Kratsch Immobilienhandel dort als Präsentationsmodell in den Verkaufsgesprächen mit den Kunden statt eines platten Grundrisses einfach ein hübsches, ansehnliches Lego-Modell. Das kennt jeder. Das ist sehr viral. Das war eine tolle Idee. Mein Bruder war zu dem Zeitpunkt im Studium, hat aber ja gesagt, wir haben das Ding gestartet. Und so haben wir dann 2015 die Steinchenbrüder gegründet. Ist eine GbR, wir beide zusammen, 50%, Steinchenbrüder macht irgendwie Sinn. Das sind wir, da, ich und er. Wir beide sind 7 Jahre auseinander. Das ist erstmal nichts Besonderes, aber das ist, wenn man selber 14 ist und er 7, ist das halt einfach nicht besonders toll. Aber Lego hat uns immer zusammengehalten, immer. Es gab keinen Augenblick, wo wir das nicht, wo wir nicht immer wieder zurückkamen aufeinander. Weil auf dem Teppich im Lego-Haufen war der Altersunterschied einfach komplett begraben. Wir haben also unsere Steine zusammengekramt, haben diesen kleinen Laden hier in der Anstraße, Südstadt, kleiner Laden, 18 Quadratmeter bezogen. Ja, war so ein bisschen so Garagen-Startup-Feeling, nur ohne Startup-Feeling. Weil gab keine Toilette und gab keine Heizung auch nicht, war kalter Winter 2015. Aber wir hatten eine Tür und ein Fenster. Und das war gut. Man hat uns gesehen und plötzlich standen Menschen bei uns in der Tür und wollten was kaufen. Waren wir nicht darauf vorbereitet. Wir hatten nichts zum Verkaufen. Wollten wir auch nicht, wir wollten nur bauen. Aber die kamen wieder und fanden das, was wir haben. Wir hatten sortierte Steine. Wir wussten, wie viele Steine wir haben und wussten, wo sie liegen. Und das fanden die gut, das brauchten die. Also haben wir mitgespielt, das waren viele, mehr als wir, und von daher mussten wir uns beugen. Und wir haben dann weiterhin Modelle gebaut, ich habe 2 mitgebracht, um mal zu zeigen, was man so machen kann. Aber wir sind dann bereits 2016, also ein Jahr nach aktiver Gründung, sind wir nach Linden umgezogen. Da wurde uns eine Ladenfläche angeboten, da konnten wir nicht Nein sagen, das war eine ehemalige Apotheke mit so schönen Sortierdingen, so Apothekenschränke, super für Lego. Wenn Sie eine Apotheke haben und Lego, machen Sie es.
Wir haben hier unsere Fläche auf den Schlag ein Jahr nach Gründung um 500-600% vergrößert, haben das Vollsortiment mit aufgenommen, sind mittlerweile einer der 10 größten Lego-Einzelsteinhändler in Deutschland, sind der größte in Niedersachsen und ja, wir haben richtig dolle viel Spaß dabei, weil zu uns kommen Kunden in den Laden, die sind einfach immer freundlich. Die kommen hin, weil sie ihrem Hobby nachgehen, die kommen hin, weil sie Geschenke kaufen. Das sind Kinder mit leuchtenden Augen oder Eltern, die Sets wieder entdecken, mit denen sie früher auch gespielt haben. Da ist noch keiner rausgegangen, der unglücklich war. Es sei denn, ich musste mein Set bestellen, weil es nicht gleich da war, aber dann war er halt nächstes Mal glücklich. Dieser Schritt, den ich dort wieder gegangen habe, diesen Prozess, den ich wieder in Gang gesetzt habe, ich habe wieder das Risiko eingegangen, ich habe die Kratschmobilhandel nicht verlassen, aber mich eben auf andere Sachen konzentriert. Auch das war anstrengend und auch das kostet neben Geld viel Belastung und Familie und sowas, aber das war auch wieder ein guter Schritt. Wieder das Bequeme, die bequeme Autobahn zu verlassen und auf dem Feldweg zu fahren, war sehr, sehr gut. Die Beziehung zwischen meinem Bruder und mir ist... Und ich bin Lego-Botschafter. Ich grinse, ne? Ich bin Botschafter von dem Spielzeug, was mir so viel bedeutet. Und diesen Titel habe ich dem Umstand zu verdanken, dass wir 2016, als wir in den größeren Laden gegangen sind, eine Fangruppe gegründet haben. Und diese Fangruppe wurde 2017 von Lego offiziell anerkannt. Davon gibt es nur 305 weltweit offiziell anerkannte Lego-Fangruppen. Lego User Group heißt das. Luke. Wir haben es Connected genannt, weil man immer verbunden ist, alles zusammen macht. Und ja, ich möchte Ihnen empfehlen, sich morgen einfach mal auf die andere Seite vom Tisch zu stellen und zu setzen.